Hallo meine Lieben, wir filmen heute ein ganz besonderes Video und zwar die Erstausstattung für mein eigenes Pferd. Wie ihr mitbekommen habt, ist ja Dexter bei mir eingezogen und das hieß natürlich, dass ich einiges shoppen musste. Die, die mir schon länger folgen, wissen ja, dass ich früher schon mehrere Pferde hatte und auch Turnier geritten bin und alles. Das heißt, rein theoretisch hätte ich ja eigentlich alles haben sollen, aber ich habe damals wirklich alles verkauft. Ich hatte noch zwei Schabracken habe ich und meine Reitstiefel und sonst habe ich alles verkauft. Das heißt, ich musste wirklich auch alles neu kaufen. Aber umso schöner, jetzt kann ich das in dem Video hier mit euch zeigen. Und tatsächlich habe ich auch schon 2019 angefangen, Pferdesachen zu kaufen. Denn der Wunsch nach einem Pferd war wirklich schon jetzt lange da und mir hat es einfach irgendwie geholfen, damit klarzukommen, dass ich eben noch ein bisschen länger leider auf warten muss, bis ich mir den Traum erfüllen kann. Und ich habe mich dann einfach riesig gefreut. Ich habe natürlich Sachen gekauft, die jedem Pferd passen, wie ein Halfter oder Putzzeug mal. Und häufig dann auch im Sale, wenn es gerade günstiger war. Und ja, habe mich dann einfach meinem Traum so ein bisschen näher gefühlt und habe deswegen damit halt schon angefangen. Manche mögen das als verrückt empfinden, aber ja, erlaubt es, was einem hilft. Und ich hatte wirklich viele Phasen, in denen ich extrem, extrem traurig war, dass es eben nicht klappt und dass ich noch kein Pferd habe. Und dementsprechend, ja, hat mir das persönlich geholfen. Und jetzt legen wir mal los. Ich werde sicher nicht schaffen, jedes einzelne Teil zu zeigen, aber einen Großteil ganz bestimmt. Und starten möchte ich mit dem Putzzeug. Ich habe mir eine Putztasche gekauft. Und noch keinen Putzkoffer oder keine Alubox, die sind hier ganz modern, aber irgendwie, ja, wollte ich jetzt einfach mal eine Grundausstattung und fand eine Putztasche da irgendwie ganz praktisch und fand die hier eigentlich auch ganz gut, die ist von Krämer. Und da ist natürlich auch schon einiges drin, hier mal ein kleiner Tipp und Trick, nämlich Babyfeuchttücher, natürlich pH-neutral, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch schon früher immer benutzt für die Nüstern oder für den After oder für das Euter, also einfach, wie gesagt, alles in dem Bereich oder auch mal generell zum Putzen, um ein bisschen Glanz zu verleihen auf dem Turnier. Und das finde ich wirklich super. Und jetzt kommen wir mal zu dem Putzzeug. Das konnte ich zum Glück ja, wie gesagt, schon früher kaufen. Ich habe hier einmal einen Putzhandschuh aus Fake-Lammfell. Putzzeug habe ich tatsächlich alles bei Krämer gekauft. Da finde ich bestimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Und hier haben wir einen Striegel, auch ein klassisches Must-Have. Ich habe mir auch noch so Handschuhe hier gekauft, weil ich irgendwie dachte, das ist vielleicht ganz schön, so ein bisschen zu massieren und zum Kraulen. Natürlich kann man das auch einfach mit den Fingern machen, aber ich dachte, vielleicht ist es damit ja so ein bisschen intensiver und gefällt dann dem Pferd ganz gut. Ich werde euch berichten, ob es ihm gefällt oder ob er das nicht so toll findet. Aber ich fand die Idee ganz gut. Hier Schwamm, natürlich auch Must-Have, immer dabei. Hufkratzer braucht man natürlich auch. Und dann habe ich hier noch eine ganz normale Wurzelbürste für die Beine, also ein bisschen härter. Und dann habe ich noch eine Kardätsche, also ganz normal für den Körper, ein bisschen weicher. Was habe ich hier noch? Achso, hier habe ich noch so eine Glanzbürste, von laut Krämer zumindest. So eine Fellbürste, die wohl ein bisschen Glanz macht. Und ich habe auch irgendwo, achso, hier ist sie, eine Kopfbürste. Und genau, die wird ihm hoffentlich gut gefallen. Dann habe ich noch für die Hufe eine ganz, ganz harte Bürste. Also die ist wirklich super hart. Die habe ich auch zweimal gekauft, weil ich einmal die noch für meine Stiefel haben will, wenn da mal Dreck dran ist, dass man da mit der dran kann. Und wie gesagt, einmal für die Hufe. Und ganz unspektakulär, Mähnen- und Schweifbürste. Und hier ist jetzt noch drin so Maulfutter, habe ich mir hier noch gekauft. Mal schauen, ob er das mag. Moment. Ich habe mir hier auch noch so Maulbutter mal so ein kleines Pack gekauft. Weiß jetzt nicht, ob er das mag. Das ist jetzt Sorte Mango. Schauen wir mal, ob er das gut findet. Und dann habe ich hier noch Huföl. Genau, also so die Basics, die man eigentlich immer überall hat. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas vergessen oder es liegt noch in irgendeiner Kiste was, weil aktuell sieht es hier bei mir im Wohnzimmer aus wie in so einem Pferdelager. Finde ich aber gar nicht schlecht, aber morgen werde ich die Sachen auch in den Stall bringen und deswegen wollte ich das Video heute filmen. Und ja, freue mich echt riesig auf alles, was kommt. Ich bin echt richtig aufgeregt. Ich konnte auch eine Nacht mal gar nicht schlafen, weil ich so nervös war und bin einfach gespannt, wie wir uns anfreunden und was für ein Pferd er so ist, wie sein Charakter dann ist. Das, was ich bisher kennengelernt habe, war ganz, ganz toll. Sonst hätte ich mich ja nicht für ihn entschieden. Und bin auch mal gespannt, wann ich wieder ein bisschen besser reiten kann, weil ich war schon schockiert, wie raus ich da war und wie schwer mir das alles fiel. Also gerade im Springen, die Distanzen. Naja, das wird alles und kommt mit der Routine. Und woher soll es auch kommen, wenn man 10 Jahre nicht auf dem Pferd saß? Also ist ja klar, dass man da nicht wieder da direkt anfängt, wo man aufgehört hat. Aber ich hoffe zumindest, dass es schneller wieder geht, an den Punkt zu kommen. Und jetzt machen wir mal weiter mit einem Halfter. Das habe ich auch von Krämer.
ich glaube, das kostet 3,99 Euro oder so. Aber ich finde die Farbe mega schön. Ich finde das so ein schön, richtig schönes Royalblau. Das hat mir richtig gut gefallen. Das werde ich, glaube ich, vor allem für die Koppel nehmen. Obwohl, oder da wird er es eh gar nicht anhaben vielleicht. Aber mir hat es echt gut gefallen in der Farbe. Und als nächstes kommt etwas, das war das allererste Teil, das ich damals, 2019 war das, gekauft habe. Und zwar ein Lederhalfter. Nämlich das hier mit so silbernen Klinkersteinchen. Das ist wirklich, sieht man jetzt nicht so. So. Und zwar ein Lederhalfter mit diesen silbernen Klinkersteinchen. Gefällt mir super gut, wird ihm hoffentlich auch gut passen. Ich habe ganz normal Warmblut immer dann gekauft. Weil für mich jetzt ja kein Pony oder so in Frage gekommen wäre. Und ich meine, selbst wenn es ein Pferd mit einem kleineren Kopf gewesen wäre, ich denke, da hätten die Halfter jetzt auch gepasst. Machen wir mal weiter mit etwas, was ich im Sale ergattert habe. Denn natürlich habe ich da immer geguckt, wann irgendwo Sale ist. Weil wenn ich schon so lange Zeit habe, um die Sachen zu kaufen, dann kann man ja auch ein bisschen Geld dabei sparen. Ihr kennt mich da ja, da bin ich ja schon hinterher. Und ich finde, warum nicht? Also ich konnte dadurch echt viel Geld auch wegsparen. Und zwar sind das hier von Sam Shield Steigbügel. Und die habe ich schon so oft bei anderen gesehen und finde die so wunderschön. Und dann waren die auf einmal an Ostern in Sale bei Fundis, habe ich die gekauft. Und dachte mir, warum dann nicht schon Steigbügel kaufen? Ich habe sie in Schwarz. Jetzt sind sie da noch eingepackt mit so einem Tütchen. Und sind auch Sicherheitssteigbügel, also sie gehen hier an der Seite auf. Das war mir wichtig, da auch wirklich Sicherheitssteigbügel zu kaufen. Und ich finde sie wunderschön und ich möchte hier einen braunen Sattel. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sie an dem braunen Sattel dann am Ende aussehen. Das nächste, was ich gekauft habe, sind Gebisse. Einmal habe ich hier eine ganz normale Wassertrense, die habe ich auch von Crema. Die ist von diesem Gold Medal. Mal gucken, ob ich die nehme. Ich möchte mir eigentlich auch noch Gebissscheiben dazu holen. Beziehungsweise ich hatte sogar welche, aber ich habe sie irgendwie nicht drüber bekommen, obwohl ich sie in warmem Wasser eingeweicht habe. Genau, damit das halt hier nicht irgendwie die Haut anklemmt an der Seite, würde ich gerne Gebissscheiben drüber machen. Und da ich ihn auch einmal, als ich ihn geritten bin, mit einer Olivenkopftrense geritten bin und das eigentlich ganz gut fand, habe ich mir hier jetzt von Sprenger noch so ein ganz klassisches Edelstahl Olivenkopfgebiss gekauft. Da muss ich noch schauen, welche Größe ihm passt. Und genau, ich denke, ich werde mal beide behalten und dann mal schauen. Das wird man jetzt eh alles sehen. Das ist jetzt deswegen auch gerade bei sowas wie der Trense habe ich da jetzt auch einfach mal eher so Einsteigersachen gekauft, weil ich mir dachte, wer weiß, am Ende merke ich, er läuft auf einem anderen Reithalfter viel besser. Ich möchte auch auf jeden Fall mal so ein paar anatomische ausgerichtete Sachen ausprobieren. Und genau, deswegen kommen wir einfach mal zur Trense. Ich habe hier ein Modell von Dijon. Das ist relativ schlicht. Wie ihr seht, ist das braun mit weißen... Moment. Wie ihr seht, ist das relativ schlicht. Das ist braun mit weißen Ziernähten. Das finde ich super schön. Und ich habe silberne Beschläge gewählt, weil ich das ein bisschen schöner finde. Das ist ein ganz normales kombiniertes Reithalfter. Damit wird er nämlich auch hauptsächlich oder wurde er jetzt hauptsächlich geritten. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dann mal was anderes auszuprobieren. Er wurde auch mal mit mexikanischem geritten. Da habe ich jetzt auch eine Trense bestellt. Die ist aber noch nicht da. Und ich könnte mir auch vorstellen, ein bisschen was zu wählen, was über der Nase ein bisschen anatomischer liegt. Da gibt es ja inzwischen von Piers of Sweden, von Monta, von Schockemöhle ganz, ganz viele Trensen. Aber ich sag mal so, für den Anfang möchte ich jetzt einfach mal ihn damit laufen lassen, mit dem er jetzt was er halt kennt. Und dann nicht irgendwie am ersten Tag direkt alles umändern. Für ein Pferd ist so ein Umzug ja auch immer Stress. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einfach von Dijon, wie gesagt, eine ganz normale englisch kombinierte Trense. Und damit werde ich ihn jetzt auch erstmal reiten. Und wenn ich dann ihn ein bisschen besser kenne, dann will ich auch mal ein paar Sachen ausprobieren, mal ohne Sperrriemen und so weiter und so fort. Und passend dazu habe ich jetzt hier auch noch ein ganz normales Vorderzeug, obwohl er auch teilweise ohne geritten wurde, habe ich mir jetzt mal eins mitbestellt. Das ist eigentlich passend zu der Trense auch von Dijon und das ist auch wieder braun mit weißen Ziernähten. Ich brauche ja auch noch einen Sattel, habe ich ja auch alles nicht mehr und genau, die Sattlerin kommt nächste Woche. Ich bin mal gespannt, was für ein Sattel das jetzt am Ende wird. Mal gucken. Und dann haben wir noch so ein Basic, was ich euch zeigen möchte, eine Longe, auch sehr notwendig. Ich möchte mir auch unbedingt einen Kappzaum kaufen und ihn dann am Kappzaun longieren, aber ehrlich gesagt wollte ich jetzt, wie gesagt, erstmal jetzt ein bisschen was, erstmal so die Grundausstattung haben und das kommt dann eben danach und er kennt das auch noch nicht und deswegen werde ich ihn jetzt dann erstmal so longieren und dann, wie gesagt, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, möchte ich da ein bisschen dran arbeiten, ihn auch ohne Hilfszügel und einfach so, wie gesagt, am Kappzaum zu longieren, aber nicht so viel auf einmal wollen, es ist ein Lebewesen und wir kennen es ja auch, wenn wir irgendwo hinziehen, man braucht da ein bisschen, deswegen habe ich, wie gesagt, jetzt erstmal so auf die Grundausstattung und so Basisprodukte gesetzt. Außerdem möchte ich auch meinen Geldbeutel ein bisschen schonen und nicht direkt
Ja, es war eh schon viel teurer als gedacht, weil man dann doch dann immer noch das ein oder andere noch dazu kauft. Aber man muss ja nicht übertreiben. Der Kaufpreis ist ja schon hoch genug. Genau, dann mache ich mal weiter mit einer Decke. Oh, ich habe mir jetzt von Krämer, sieht man leider nicht, ich blende mal ein Bild ein, ein Liner-System gekauft. Das bedeutet, man kauft quasi die Grunddecke, die hat 0 Gramm. Und ich habe eine Outdoor-Decke, weil er soll ja aufs Paddock, auf die Koppel und so weiter. Deswegen war es mir halt wichtig, dass es eine Outdoor-Decke ist. Und genau, da kann man dann so Unterdecken reinschnallen. Und das fand ich ehrlich gesagt erstmal günstiger war es. Ich habe es mal hochgerechnet. Und zweitens finde ich es auch super praktisch. Und ich hoffe, dass man da vielleicht ein bisschen Platz sparen auch kann. Aber ja, am Ende kommen die ja alle in so Taschen. Also so Platzersparnis werde ich wohl nicht so viel haben. Aber immerhin ein bisschen Preisersparnis. Und ich werde berichten, ob die Outdoor-Decken von Krämer was halten. Ich habe auch eine Eskatron-Decke noch, weil die fand ich auch ganz gut. Deswegen habe ich die auch noch mitbestellt. Aber sonst will ich so eigentlich diese Liner-Systeme nehmen. Habe jetzt eine 150 Gramm Unterdecke und eben diese 0 Gramm Decke. Und ja, jetzt mal schauen, wie das Wetter jetzt die nächste Zeit wird, wie ich ihn dann eindecke. Und genau. Aber Outdoor war, wie gesagt, für mich das Allerwichtigste, weil er ja auf die Koppel soll und aufs Paddock. Und dann schmelzt er sich und dann brauche ich keine Stalldecke. Auch wenn die sehr, sehr schön sind von Kentucky und so. Aber das ist jetzt nicht nützlich für mich. Mache ich mal weiter mit was anderem, was für mich wichtig ist. Und das sind Gamaschen. Da habe ich tatsächlich mir 2 Paar mal geholt. Ganz unspektakulär für vorne und hinten von Eskadron. Schwarze Gamaschen, die habe ich auch mal im Sale gekauft. Und dazu, dann habe ich auch noch ein paar braune von HKM. Ganz normale Hartschalen-Gamaschen. Und ich habe für hinten auch noch ein paar Soft-Gamaschen von Krämer. Moment. Und dann habe ich noch die für hinten von Krämer, die fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Mal gucken, also eigentlich soll er auf dem Paddock gar keine Sachen anziehen, aber jetzt am Anfang dachte ich, schaue ich mal, nehme ich, kaufe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen, aber er wird eigentlich auch immer zum Beispiel ohne Gamaschen hinten, oder er wird immer ohne Streichkappen geritten und hat eigentlich immer nur vorne was drauf, außer vielleicht mal auf dem Turnier oder so. Also mal schauen. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob er die Transportgamaschen anziehen wird, weil das ist ja schon immer ungewohnt, wenn die auch über die Sprunggelenk hinten gehen. Und ich habe echt so hohe Transportgamaschen gekauft. Die liegen jetzt aber leider noch im Keller, sonst würde ich die zeigen. Und ja, mal schauen, ob er damit überhaupt laufen kann. Wenn nicht, dann muss er halt für den Transport normale Gamaschen anziehen, weil ich weiß, dass er aktuell komplett ohne alles transportiert wird. Was ja auch okay ist. Also wie gesagt, ich finde, da scheiden sich die Geister und der eine sagt immer komplett einpacken, der andere sagt, nee, lieber gar nicht. Das muss man einfach sehen und ist auch sicher sehr, sehr pferdeabhängig. Machen wir mal weiter mit was anderem. Ich habe mir Hufglocken gekauft und zwar sind die auch von Krämer, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis da eigentlich ganz gut fand. Ich bin mal gespannt, wie sie halten. Ich habe hier welche mit Fell und auch noch ein paar ohne Fell. Und schauen wir mal. Aber die mit Fell, finde ich, sind schon ganz schick, ehrlich gesagt. Mal schauen. Ich hoffe, sie passen. Das ist jetzt ganz normale Warmblutgröße. Aber ich finde die echt sehr, sehr cool. Was habe ich noch gekauft? Oh, ein Thema, das habe ich als Jugendliche tatsächlich so krass geshoppt, nämlich Schabracken. Ich hatte Schabracken mit passenden Bandagen, mit passenden Fliegenhäubchen und davon 30 Millionen Stück ungefähr. Und ich muss sagen, da habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich älter geworden bin und dass meine Prioritäten sich da einfach verändert haben. Es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, 20 Millionen passende Sets zu haben. Also natürlich habe ich mir auch Sets gekauft, so ist es auch nicht. Aber die Prioritäten liegen jetzt einfach woanders und ich möchte mein Geld jetzt lieber für Unterricht ausgeben und nicht für 20 Millionen Schabracken. Und deswegen habe ich mir nur 3 neue Schabracken gekauft. Insgesamt habe ich jetzt 6 Schabracken oder so, was ich finde mehr als genug ist, wenn man die wäscht. Und kann euch ja eine mal zeigen. Die haben mir meine Eltern geschenkt. Die ist super, super schön, finde ich. Und zwar ist das, Moment, ist das die hier von Eskatron und die ist super schön und das sieht jetzt leider gar nicht so schön, die Farbe kommt nicht so gut rüber gerade. Das ist so ein Olivgrün und dazu habe ich auch eine passende Fliegencappy und sogar eine Abschwitzdecke von meinen Eltern bekommen. Und ich glaube, es wird so schön auf ihm aussehen, weil er so schwarzbraun ist und ich finde, Oliv steht eigentlich eh fast jedem Pferd. Also mir fällt gerade keine Farbe ein, wo es vielleicht nicht so schön ist, aber ja, ich glaube, es wird richtig schön an ihm aussehen. Und genau, das wird, glaube ich, echt schön aussehen. Und dann habe ich noch ein paar, noch eine schwarze Equiline-Schabracke und jetzt habe ich noch eine Kingsland-Schabracke, einfach so. Ich habe auch manche Schabracken, zwei Schabracken habe ich dann auch gebraucht gekauft über eBay Kleinanzeigen. Ich kann euch ja mal eine zeigen. Diese Equiline-Schabracke hier habe ich tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gekauft. Und finde, dass sie noch super in Schuss war und ist auch unten drunter echt noch, oh, jetzt sieht es deutlich dunkler aus hier auf dem Bildschirm. Eigentlich ist sie super hell noch und man hat auch keine Pferdehaare mehr, nichts. Ich habe sie auch gewaschen, desinfiziert mehrfach und genau, war natürlich dann deutlich günstiger, weil die Originalen sind ja schon relativ teuer.
Und ja, wie gesagt, deswegen, und dann habe ich noch ein paar andere Schabracken. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr sicher den Großteil meiner Schabracken dann über die nächste Zeit sehen. Folgt mir da auch gerne, weil ich werde da natürlich auch sehr viel posten, weil es natürlich immer ein bisschen schneller und einfacher geht als jetzt hier auf YouTube. Aber ich möchte euch auf jeden Fall hier auch auf YouTube auf meiner Reise mitnehmen. Sowohl bei der Fitnessreise als auch bei der jetzt Reitreise, die jetzt beginnt, war ich ja schon immer, oder ist mir immer wichtig, transparent zu sein. Das heißt, ich werde auch zeigen, auch wenn es vielleicht aktuell noch nicht so gut aussieht. Und jetzt zeige ich euch zum Abschluss noch eine ganz, ganz schöne Abschwitzdecke. Das ist die passend zu der Schabracke. Und zwar ist die auch von Eskatron. Genau, und ich finde das auch so schön, wenn die hier oben so ein Fell haben. Und mal gucken, ob sie ihm passt, weil er ist echt ein großes Pferd und hat auch 1,55 eher als Deckenlänge. Das hier ist jetzt eine 1,45 Abschwitzdecke, aber meine Eltern haben die mir schon vor längerer Zeit geschenkt, als wir dachten, mit einem anderen Pferd klappt es, und dementsprechend kann ich hier jetzt nicht mehr umtauschen. Aber ich meine, zum Drauflegen hinten im Winter ist jetzt auch egal, und ich finde auch hier ist das richtig schön gemacht. Also ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Ich bin sehr gespannt, wie es an ihm aussieht. Und dann habe ich natürlich noch ganz, ganz viel anderes Zeug, wie meine Stallapotheke. Also eine Stallapotheke darf auch in keinem Pferdestall fehlen, meiner Meinung nach. Die habe ich jetzt da hinten. Da ist sowas drin wie Beta-Isadonna, Kühlgel, Mullbinden, sterile Kompressen, eine Schere, ein Fieberthermometer. Was habe ich da noch drin? Weiß ich gerade gar nicht. Aber wie gesagt, alles, was es so gibt, wenn euch das interessiert, googelt einfach mal Stallapotheke. Da kommt eigentlich relativ viel, und ich finde, das sollte man immer haben. Was ich jetzt hier noch habe, ist Silberspray. Aluwunder, das ist gerade beim Desinfizieren, wenn so kleine Schrammen oder so sind. Ich habe auch noch Blauspray deswegen gekauft. Also ich finde, das sollte jeder eigentlich so im Stall haben. Und was ich noch gekauft habe, ist ein Knotenhalfter. Da muss ich dann mal mir noch anlernen, einlesen, wie man das richtig verschnallt, weil da ist ja wirklich wichtig, dass das richtig sitzt, weil ich möchte schon auch ein bisschen Bodenarbeit mit Dexter machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass er davon definitiv noch profitieren könnte, und ich hoffe auch, dass unsere Bindung dadurch natürlich ein bisschen enger wird, und deswegen habe ich das mal mitbestellt. Das war auch super günstig. Das hat, ja, steht jetzt leider nicht drauf, Bon Krämer ist, aber ich glaube so 6, 7, 8 Euro hat das gekostet, und ich liebe die Farbe auch, das ist so ein hellblau. Ich glaube, es wird so schön alles an ihm aussehen, ich freue mich so sehr. Genau, ich bin sehr gespannt auf alles und wie alles wird, und werde euch ja da, wie gesagt, mitnehmen. Was habe ich hier noch? Ach, hier habe ich noch ganz langweilig Kopfnummern, auch wenn das erste Turnier noch in weiter Ferne steht. Ist das ja was, was man schon mal haben kann. Und die anderen Sachen, wie gesagt, wenn ich jetzt alles einzeln durchgehen würde, würden wir ewig brauchen. Aber ich denke, den Großteil und die Grundausstattung habt ihr jetzt gesehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut gerne beim nächsten Video ein, oder schaut euch gerne das Video an von dem Tag, an dem wir Dexter geholt haben. Und hinterlasst gerne einen Kommentar.